Seine Untersuchung der bürgerlichen Gesellschaft beginnt Marx bekanntlich mit der Ware, die er die Elementarform dieser Gesellschaft nennt. Im Verlauf der Untersuchung fällt dann eher beiläufig seine berühmte Bemerkung, dass diese Waren schlecht alleine auf die Märkte gehen könnten. Sie benötigten dazu Besitzer, die sie dorthin trügen. Nun sieht es so aus, als interessiere sich Marx dann für die Befindlichkeit dieser Warenbesitzer, ihre Handlungsweisen und Denkformen in seinen weiteren Untersuchungen herzlich wenig. Deren psychische Befindlichkeit gar ist ihm höchstens einige polemische Bemerkungen wert. Auf die moralische und ethische Regelung ihres Verhaltens untereinander, soweit diese über das juristisch geregelte Maß hinausgehen, geht er in seinem Hauptwerk, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht ein. Doch daraus zu folgern, Marx hätte über diese Warenbesitzer dort nicht alles, oder sagen wir vorsichtiger, nicht eine Reihe von Implikationen gemacht, übersieht wieder einmal einen der entscheidenden Punkte, den Marx von Hegel übernommen hat. Denn die Ware selbst ist ja nichts anderes als ein Begriff, das heißt, bei ihr handelt es sich um nichts anderes als eine Denkbestimmung. Sie ist damit eine sowohl gesellschaftliche als auch individualpsychologische, von wem anderes als den Besitzern dieser Ware, also uns allen, konstituierte Kategorie. Im Gegensatz zum Wert ist zwar die Ware durchaus oft wenigstens so etwas in der Ware durchaus so etwas wie Naturstoff enthalten, aber in der Natur selbst gibt es Waren ebenso wenig wie den Wert. Wenn nun die Ware, wie von Marx behauptet, die Elementarform der bürgerlichen Gesellschaft ist, dann müssen sich aus dieser Kategorie alle weiteren Bestimmungen, also auch und gerade unsere moralischen und ästhetischen, entfalten lassen. So allgemein anerkannt dieses methodische, wenn man es so nennen will, Postulat auch ist, so wenig wurde und wird dies von den Marx-Interpreten beachtet. Oder wenn, wie etwa in der Warenästhetik bei Wolfgang Hauck, dann auf der Basis eines vollkommenen Unverständnisses für den Wert- und Arbeitsbegriff von Marx. Natürlich ist Adorno eine Ausnahme, auf die ich hier auch nicht eingehe, der ja bekanntlich den Hauptteil seines Werkes über Ästhetik verfasst hat. Wer das Wort Ware vernimmt, kommt eigentlich gar nicht darum herum, sofort und allein an Ökonomie zu denken. Eventuell bestenfalls noch an die politische Ökonomie. Aber nicht an Philosophie, nicht an Denkformen. Oder gar an individuelle Gefühle wie Hass, Freude, Reue. Und erst recht nicht an Moral. Die hat man als klassenbewusster Marxist eh für sich gepachtet, im Unterschied zu den sogenannten Herrschenden, die anstelle der Moral das Geld für sich gepachtet haben. Es kann deshalb kaum überraschen, wenn alle Welt glaubt, und da vor allem die Marxisten, man müsse die marxische Kritik der politischen Ökonomie, will man sie vervollständigen, beispielsweise durch eine Anthropologie ergänzen. So macht man sich auf den Weg, dann auch noch eine von der politischen Ökonomie angeblich nicht mitgelieferte Ethik einzuplanen und so weiter. Und man erhält genau den Wissenschaftsbetrieb und den Warenkorb von Theorien, die heute im Schwange sind. Die Theorieentwicklung in der Nachfolge von Marx hat systematisch ausgeblendet, dass, wenn man in der bestehenden Gesellschaft über den Menschen redet, man immer über Warenbesitzer redet und über jemand anderen gar nicht reden kann. Ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, spielt wie so oft keine Rolle. Ihren Gipfel erlangte, philosophisch gesehen, diese Abstraktion von den gesellschaftlichen Verhältnissen des kapitalistisch konstituierten Individuums im Existenzialismus. Und zwar, so muss man, glaube ich, immer sofort mitdifferenzieren, wenn man über diesen Existenzialismus redet, in dem von Heidegger einerseits und dem von Sartre andererseits. Bevor ich auf die von diesen Philosophen dargestellte existenzielle Befindlichkeit der ihnen vor Augen stehenden Warenbesitzer eingehe, und dieses Eingehen darauf halte ich deswegen für lohnend, weil von hier ausgehend das Ausmaß der Bedeutung, die der Wert in dieser Gesellschaft spielt, gut beleuchtet werden kann, muss ich jedoch auf den politökonomischen Hintergrund auch noch einmal eingehen. Also auch wenn das, was ich jetzt dazu sage, auf diesem Kongress schon mehrfach an- und ausgesprochen worden sein mag.
Denn ich will unter allen Umständen vermeiden, was schnell passiert, wenn man sich dem Sog der existenzialistischen Fragestellungen aussetzt. Und das gilt auch heute noch. Also Foucault ist einer dieser moderneren Leute, die einen solchen Sog auf die Intellektuellen ausüben. Man übersieht und vergisst sehr schnell, dass nun einmal nicht das Subjekt und dessen Situation, sondern die in der Ware verdinglichte Beziehung zwischen diesen Subjekten den Nexus unserer Gesellschaft bildet. Für Marx war die philosophische und staatstheoretische Einbettung seiner Warenanalyse derart selbstverständlich, dass er glaubte, im Interesse von Stringenz, Klarheit und Einfachheit der Darstellung im Kapital auch noch auf die in den Grundrissen schon äußerst knapp bemessenen Bemerkungen dazu verzichten zu können. Denn anders als in den Idealen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen ist die Universalisierung der Warenform zur die Gesellschaft synthetisierenden Form unvorstellbar. Diese Ideale sind mindestens ebenso in der Warenanalyse vorausgesetzt wie nur noch der bekannte, von Engels dann aber schon vollkommen missverstandene Umstand, dass diese Warenanalyse nur für entwickelte kapitalistische Gesellschaften allgemeine Geltung beanspruchen kann. Auch auf die Gefahr hin, hier allzu schematisch zu verfahren, seien die Implikationen dieser äußerst wichtigen Bestimmungen, in denen sich die Französische Revolution symbolisierte, kurz skizziert. Gekennzeichnet sein muss der Markt, auf dem die Waren ihre Besitzer wechseln, durch eine umfassende Konkurrenz der Warenbesitzer untereinander. Nur so ist garantiert, dass sich die Profitrate ausgleicht, dass Äquivalententausch stattfindet, dass Krisen eine stockende Reproduktion bereinigen, dass überhaupt sich Werte in Preise übersetzen und so weiter und so fort. Dafür, dass diese Konkurrenten nicht aufeinander losgehen und gewalttätig übereinander herfallen, soll das Ideal der Brüderlichkeit ideell sorgen und das Gewaltmonopol des Staates materiell. In seiner Funktion als Wahrer des Rechtsfriedens sorgt dieser Staat dann auch für die Verwirklichung der zweiten Bestimmung der grundlegenden Ideale der bürgerlichen Gesellschaft, die der Gleichheit. Kein Markt würde funktionieren, auf dem die Warenbesitzer nicht in gleicher Weise über das von ihnen zum Verkauf angebotene Produkt verfügen dürften. Von Natur aus stellt sich diese Gleichheit aber ebenso wenig her wie eine geregelte und friedlich-schiedlich verlaufende Konkurrenz. Es ist hier natürlich auch der Staat des Kapitals, der mit seinen Gesetzesvorgaben für die für alle Warenbesitzer gleichen Grund- und Ausgangsbedingungen zu schaffen hat. Wenn wir uns nun der ersten, wohl wichtigsten Bestimmung zu, der Freiheit. Auch hier befinden wir uns nicht nur auf dem Markt. Die Bedeutung der Freiheit für diesen ist klar. Wenn ich jemanden zwingen kann, mir seinen Besitz zu überlassen, zahle ich ihm selbst eben nicht auch noch was. Ein Markt ohne diese für das Geld geregelte Freiwilligkeit bei Kauf und Verkauf kann es deshalb gar nicht erst geben. Mit dieser Freiheit, die natürlich auch wieder von einer Macht garantiert werden muss, bin ich nicht nur, wie bei den anderen Bestimmungen auch, wieder beim Staat angelangt, sondern im existenziellen Kern dieser wahren besitzenden Menschen. Über diesen Freiheitsbegriff ist ja nun wahrhaftig schon sehr viel gesagt worden. Und nicht erst in der Neuzeit. Umso erstaunlicher eigentlich, dass es bis Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts dauerte, bis in Deutschland natürlich, und das ist historisch dann wieder doch nicht so weiter erstaunlich, bis also einige Intellektuelle von einem wahren Schock ergriffen wurden, als sie sich der Bedeutung dieses doch so altehrwürdigen Begriffes wieder neu vergewisserten. Etwas davon können auch wir unter ganz anderen Umständen auch heute noch nachvollziehen, wenn wir uns denn diesem Begriff einmal überlassen. Zugegeben eine etwas mystische Ausdrucksweise, aber sei es drum. Freiheit existiert, sobald ich sie nur denke. Sie existiert somit aus sich selbst heraus. Das heißt nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes absolut. Wer vom Baume der Erkenntnis gegessen hat, und das haben wir laut Sündenfall alle, der muss, wenn er sich darauf einlässt, schnell begreifen, dass er zur Freiheit verurteilt ist und es aus dieser daraus erwachsenen Schuld keinen anderen Ausweg gibt als den,
sich ständig vormachen zu müssen, man wäre zu dem oder dem Verhalten gezwungen worden. Sei es durch einen anderen Menschen, die Natur, die gesellschaftlichen Umstände oder sonst was. Ich rede, zugegeben, wenn ich über die Existenzialisten rede, nicht nur in gewisser Weise mystisch, sondern erst recht auch im Jargon dieser Leute. Es geht auch gar nicht anders, wenn man sich erstmal auf deren Prämisse als Gegenstand seines eigenen Denkens wirklich einmal eingelassen hat. Freiheit ist tatsächlich nicht teilbar, in keiner Hinsicht, weder nach außen noch nach innen. Die Freiheit kann mit oder von anderen Menschen nicht geteilt werden und auch nicht mit oder irgendwelchen sie reduzierenden Gesetzen. Meinen Mitmenschen kann ich tatsächlich jederzeit um die Ecke bringen. Kein Gesetz dieser Welt kann mich daran hindern. Die Rationalisierung, die in dem Einwand besteht, aber wenn ich eingeknastet werde, dann bin ich zu diesem Mord doch nicht mehr frei, weise ich an dieser Stelle noch, wie jeder Existenzialist, zunächst zurück. Darum geht es irgendwo im Kern. Aber wie und wo, das ist tatsächlich eine spannende Frage, und deren Beantwortung ist im Grundsätzlichen, ich eingangs genannt habe, gehen muss. Jedenfalls, und das gilt uneingeschränkt, glaube ich, ich kann an Gott glauben, es aber auch einfach bleiben lassen. Nichts in dieser Welt, und das ist so etwas wie eine erste logische Folge aus dieser Erkenntnis, existiert für sich selbst. Umgekehrt, alles ist allein für mich und von mir als existierend gesetzt. Bei diesen Feststellungen handelt es sich nicht um überdrehte Hypertrophierungen, sondern um Urteile, die einfach nicht zu widerlegen sind. Und auch Solipsismus kann Existenzialisten, welcher Ausrichtung auch immer, keineswegs vorgeworfen werden. Umstandslos erkennen sie eine außer ihnen existierende Wirklichkeit ebenso an, wie die von ihnen vollkommen unabhängige Existenz der anderen Menschen. Im Gegenteil, sie sind Voraussetzung der eigenen Existenz. Das an sich, bei Heidegger heißt das, das Seiende, existiert in den vielfältigsten Formen. Doch das berühmt-berüchtigte heideggerische Sein, das kann es nur für mich geben. Die Faszination, ich erinnere daran, etymologisch geht der Begriff Faschismus auf Faschere zurück. Die Faszination also, die von dem heideggerschen Freiheitsbegriff ausgeht, und die ist gerade auch noch heute, kann man gar nicht unterschätzen. Und die davon ausgehende Gefahr damit ebenso wenig. Schon Marx hatte bekanntlich seine Probleme mit einem gewissen Max Stirner oder Michael Bakunin, beides Vertreter eines Begriffes von Freiheit, der mit der Unabweisbarkeit ins Reine kommen wollte, dass allein ich als Gesetzgeber des moralisch allgemein Gebotenen erscheine und demzufolge auch als solcher gefälligst bei den anderen Anerkennung zu finden habe. Wer beim Subjekt beginnend sein Denken reflektiert, kann gar nicht anders, als, wie im Grunde schon Kant, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es außerhalb seiner Welt ein An sich, aus dem heraus er sich vorgeben lassen könnte, wie er zu denken und zu handeln habe, objektiv nicht gibt und somit auch eine Moral vernünftig nicht begründet werden kann, von der behauptet werden kann, sie sei von einer außerhalb der eigenen Existenz liegenden Instanz in die Welt gesetzt. Wie schon vermerkt, dies ist alles selbstredend keine auf bürgerliche Gesellschaften beschränkte Angelegenheit, ist keine Angelegenheit allein von Warenbesitzern, sondern es handelt sich um eine tatsächlich allgemein menschliche. Die Geschichte ist im Grunde nichts anderes als die Geschichte der menschlichen Bestrebungen, mit dieser, dem Menschen im Unterschied zum Tier mitgegebenen Freiheit, fertig zu werden. Deswegen, so könnte man eine alles andere als von vornherein absurde These formulieren, deswegen also, weil er die ihm gegebene Freiheit emotional nicht erträgt, hat er sich den Göttern und Kaisern unterworfen, deswegen gab er sich Regeln, die er auf Vernunft zu gründen vorgab, die in Wirklichkeit aber nur die von einem einzelnen oder einigen wenigen Individuen gesetzte Moral zu einer allgemeinen Ethik kollektivierte. Zu einer Ethik, die ein Nietzsche nicht müde wird, als Ausdruck von Knechtschaft, insbesondere vom Mitleidsgedusel der Christen, die davon befördert wird. Dass diese Regeln, die wissenschaftlichen Gesetze bilden hier keine Ausnahme, die Funktion haben,
die aus der absoluten Freiheit drohende Bestimmungs- und Haltlosigkeit zu relativieren, die Funktion, die darin angelegte Urangst zu reduzieren, ist nicht zu widerlegen. Und der in diesem Zusammenhang auch immer wieder zu nennende Nietzsche kocht auf diesem Umstand die gesamte Suppe seines Übermenschentums. Anders gesagt, man muss sich immer wieder über den logisch und sachlich gebotenen Anfang der Gesellschaftsanalyse auseinandersetzen. Und hier stehen sich, spätestens seit Kant, zwei mögliche Anfänge, neben den anderen, vor allem dem historischen natürlich, die hier aber nicht zur Debatte stehen, strikt gegenüber. Die Aufklärung auf der einen Seite beginnt mit der allgemeinen Vernunft, das heißt im Marxismus mit der Ware. Der Existenzialismus auf der anderen, so wie er von mir hier verstanden wird, mit der subjektiven Existenz. So allgemein menschlich der Grundgedanke des Existenzialismus, die Freiheit also auch ist, offensichtlich ist auch, in einer anderen Welt, auf einer bürgerlichen, hätte man vielleicht für sich privat existenzialistisch denken können. Aber eine philosophische Schule oder gar eine politische Bewegung kann in einer Gesellschaft, die ihre Synthesis nicht im Warentausch findet, nicht entstehen. Denn in allen uns bisher bekannten, nicht universell warentauschenden bzw. warenproduzierenden Gesellschaften ist das Problem, wie individuelle Existenz sich in die allgemeine gesellschaftliche übersetzt, immer schon vorweg praktisch in einer immer gleichen, aber vollkommen anderen als der bürgerlichen Weise gelöst. Um die Anerkennung von Gott oder Kaiser kommt in vorbürgerlichen Gesellschaften kein Mensch herum. Das nicht nur, weil dieser Gott und dieser Kaiser sein Überleben sichern und es ihm entziehen, wenn er ihnen untreu wird. Da kann er je nach historischer Situation manchmal und je nach gesellschaftlichem Status dann auch in wichtigeren Dingen auch ein bisschen wehren. Vielmehr kann er die Notwendigkeit dieser auf einen Gott oder Kaiser zugeschnittenen gesellschaftlichen Verfasstheit gar nicht erst in Frage stellen. Denn diese Struktur allein ermöglicht ihm als Subjekt, das heißt wörtlich, etymologisch gesehen, und daran sollte man immer wieder mal erinnern, dass der Unterworfene, dieser Kaiser und dieser Gott ermöglichten ihm von dieser Struktur her das Dasein. Aus sich allein heraus leben, wie ein Existenzialist heute, kann er, bevor es kapitalistische Gesellschaften mit den ihnen eigenen Marktbedingungen gab, also höchstens als Emerit vereinsamt in den Wäldern. Meist aber wird er, wie zum Beispiel Lévi-Strauss für Stammesgesellschaften feststellte, wohl als geisteskrank betrachtet oder in anderer Weise ausgegrenzt. In diesen vorbürgerlichen Gesellschaften definierte das Individuum sich durch seine Eingebundenheit in die bestehende gemeinschaftliche Hierarchie. Sie legte die Rollen, den Status, die Möglichkeiten, kurz die Werte fest, die das Individuum als seinen Lebensausdruck sich aneignen konnte. Die existenzielle Urangst jedoch, das heißt also die Angst vor der Freiheit von allen, aber auch wirklich allen Bindungen und Identifikationen, will ich hier gleich ergänzen, wurde in und dank dieser hierarchischen Bedingungen und Bindungen rationalisiert. Was von heutigem psychoanalytischen Wissensstand aus gesehen auch heißt, in äußere Ventile zur Aggressionsabfuhr, salopp gesagt, kanalisiert. Das will ich hier alles nicht weiter ausführen. Es ist ja auch eine altbekannte, unter anderem von Freud ausgiebig behandelte Geschichte. Doch aus dieser historischen Perspektive wird der Umstand nachvollziehbar, warum gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg der Existenzialismus auch in seiner Form einer Politik, die sich als Lebensform begreift, die Autonomen als Stichwort, eine geradezu modische Massenbewegung werden konnte, die andere, den Kapitalismus doch gemeinhin eigentlich kennzeichnende Massenbewegung, die der Arbeiterklasse, wenn nicht ersetzte, so doch in vielen Beziehungen und Zielsetzungen überlagern konnte. Mit der Entstehung des Kapitals ergibt sich dann für die darin einbegriffenen Individuen eine folgenreiche, für diesen Kapitalismus ja charakteristische Spaltung. Aus gesellschaftlicher Perspektive, aus der Perspektive der Warenproduktion also, ergibt sich eine zwar empirisch nicht eindeutige, aber analytisch doch sehr klar nachvollziehbare Aufteilung der Gesellschaft in verschiedene Klassen. Es macht bekanntlich einen gewaltigen Unterschied bezüglich der Lebensqualität, ob jemand seine Arbeitskraft verkaufen muss oder ob er die eines anderen zu kaufen vermag.
Aber allein schon die Tatsache, dass diese analytischen Unterscheidungen auf und entlang der Vorgänge auf den Märkten erfolgen, ergibt sich, dass das Bewusstsein dieser Individuen von den Beziehungen auf diesen Märkten und weniger von ihrer Stellung im Prozess der Produktion bestimmt werden dürfte. Die logische Folge, die dem tatsächlich historischen Geschehen dann ja auch voll entspricht, ist, politische Auseinandersetzungen erfolgen in Marktkategorien. Es geht um mehr oder weniger Lohn, mehr oder weniger Einfluss auf die Bedingungen der Produktion, auf die Politik und so weiter. Und nicht in den Kategorien der Produktion. Das hieß im Wesentlichen, wer ist Mehrwertproduzent und wer nicht. Wobei grundsätzlich in Frage steht, wie das überhaupt empirisch zu messen wäre. Darauf will ich alles auch nicht eingehen, verweise nur auf unsere Kritiken und der Krisisgruppe zum Beispiel. Aus diesem Auseinanderfall der empirischen und analytischen Ebene, Zirkulation und Produktion, Preis und Wert wären andere Ausdrücke für eben diesen des für Kapital charakterisierenden Dualismus, ergibt sich, dass in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften, anders als bei ihren Vorläufern, die Stellung der Individuen in dem Prozess der gesellschaftlichen Reproduktion nicht mehr auch und zugleich mit einem für diese Stellung auch charakteristischen Bewusstsein unmittelbar zusammenfällt. Die das Bewusstsein der Arbeiter repräsentierenden Werte, ihre Moral, um das mal so auszudrücken, konstituiert sich an demselben Ort wie das Bewusstsein eines jeden anderen Bürgers auch auf dem Markt. Schließlich ist dieser Arbeiter ja schon auch analytisch nicht durch den Ort definiert, an dem er seine Arbeit verausgabt, etwa in der Fabrik, wie die Klassentheoretiker autonomen oder wie man sie heute immer nennen mag, annehmen, sondern durch die für die Marktbeziehungen zentrale Kategorie, die Ware, dessen Form seine Arbeit angenommen hat und die er auf dem Arbeitsmarkt den Kapitalisten, besser den Käufern, anbietet. Kurz, die Klasse ist, wie Adorno sagen würde, zu einer rein analytischen Kategorie geworden. Und daraus, ich komme zum Existenzialismus zurück, erklärt sich meines Erachtens nahezu zwangläufig die Faszination, die der Faschismus in bürgerlichen Gesellschaften eben nicht nur auf irgendwelche ins Proletariat abzurutschen drohenden Kleinbürger ausübt, sondern auf jeden Bürger, der sich in den Bedingungen seiner Existenz erschüttert sieht. Hier müsste man dann wieder auf die Bedeutung der Krise für das politische Bewusstsein hinweisen, aber das wurde ja auch schon öfter getan hier. Die Bindung jedenfalls, und das ist nun wirklich ein allseits bekannter und immer wiederholter alter Hut, weswegen er wirklich auch nicht falsch sein muss, diese Bindungen an Religion, Klasse, Familie etc. zerfallen mit der für die bürgerliche Gesellschaft konstitutiven Form individueller Freiheit auf den Märkten. Wenn das Marktsubjekt sich einer Religion anschließen, mit irgendeinem Allgemeinen weiter identifizieren will, dann mag es das immerhin tun. Nicht jeder ist selbstbewusst genug, mit der Angst fertig zu werden, die einen überfällt, wenn man erkennt, dass man in Wirklichkeit ganz allein, das heißt bindungslos und somit absolut frei auf dieser Welt herumläuft. Die Tröstungen der Kirche hin, die Frage, wer denn nun den Zusammenhalt des Ganzen garantiert her, vom Prinzip her braucht ein Bürger diese psychische Identifikation mit einem die gesellschaftliche Stellung repräsentierenden Allgemeinen eigentlich nicht, um seine Rolle im gesellschaftlichen Ganzen dennoch vollständig so auszufüllen, wie das für sein Überleben erforderlich ist. Der Markterfolg, das also, was Praxis gemeinhin heißt und was erfolgreiche Praxis anderes heutzutage überhaupt heißen könnte, als ein derartiger Erfolg auf irgendeinem Markt, das wäre wirklich noch die Frage, kann solche innerpsychische innere Identitätsbemühungen durchaus ersetzen. Zudem bietet dieser Markt dann auch einfachere, oder besser gesagt, er bietet den Individuen genau die Verallgemeinerungen an, die die Einordnung des Verängstigten von Konkurrenzneid und Zusammenbruch seiner finanziellen, psychischen und physischen Verfassung permanent bedrohten Bürgers besorgen. Rasse, Volk und Vaterland. Die universale Allgemeinheit der Marktbeziehungen, ich erinnere an Freiheit, Gleichheit, Bentham, löst die individuelle Konkretheit angstbesetzter, tatsächlicher Unfreiheit, Ungleichheit, Vereinzelung auf diese Weise auf in Leere abstrakter. Für das Konkrete genommen werden können, das gegen den Feind gewendet werden. Auch das ist ein alter Hut, sollte es wenigstens sein. Der Kant-Kritiker
jetzt komme ich zur Philosophie. Der Kant-Kritiker Schopenhauer war wohl der erste Existenzialist in dem hier entwickelten Sinne, das heißt derjenige, der das, was Kant noch als das Unerkennbare an sich bestimmte, umstandslos mit der eigenen Existenz in eins setzte. Und er war es denn auch, der allen anderen Existenzialisten, besser eigentlich Subjektphilosophen, aber das ist aus verschiedenen anderen Gründen ebenfalls ein höchst missverständlicher Begriff. Schopenhauer jedenfalls gibt den Problemhorizont all derer vor, die mit den zivilisatorischen Errungenschaften der Aufklärung so ihre Probleme hatten und heute noch haben. Das Problem also, wie für sie, die ja den Markt und die praktische Vernunft als vermittelnde Instanz nicht akzeptieren, sich die individuelle Existenz denn nun in eine allgemeine zu übersetzen vermag. In der Antwort auf diese Frage dann unterscheidet sich jeder Existenzialist von jedem anderen. Als nächster nach Schopenhauer bekam bekanntlich Fichte. Er löste das Problem, indem er das Ich umstandslos in der Nation kollektivierte. Ich will keine Philosophiegeschichte betreiben, verweise auf das Buch von Gerhard Scheidt, Meister der Krise. Es geht auf diesem Kongress um die Konzentration auf den Begriff des Wertes, um dessen Rolle in der bürgerlichen Gesellschaft. Und darauf will ich mich jetzt nun konzentrieren. Die Antwort aller Existenzialisten auf das Problem des Wertes ist, soweit ich das überblicke, im Gegensatz zu vielem anderen, was die so geschrieben haben, ziemlich eindeutig. Ökonomische Werte, vor allem das Geld also, interessieren sie nicht. So etwas hat man. Wenn nicht, dann besorgt man sich's. Hat man dennoch immer noch keins, dann, und das ist ein Vorgriff auf das noch zu Sartre zu sagende, dann will man halt auch keines haben. So einfach ist das und damit eigentlich basta. Nietzsche hat auch in dieser Hinsicht mal wieder, der ehrlichste. Er weiß einfach, wofür die Arbeiter arbeiten und fordert ihre bessere Bezahlung, damit sie bloß nicht auf den Gedanken kommen, ebenfalls wie er, von Pensionen und Renten leben zu wollen. Dieser Nietzsche weiß übrigens sehr gut über den gesamten Prozess der politischen Ökonomie Bescheid. Nur, sie ist für ihn nicht mehr, aber auch nicht weniger, als die notwendige Basis für sein Züchtungsprogramm des neuen Übermenschen. Eine Basis, über die ein Philosoph wie er nicht viele Worte zu verlieren braucht. Ähnlichkeiten mit heutigen Ideologen aus Wissenschaft, Politik und Philosophie sind alles andere als zufällig. Jedenfalls, wenn bei Existenzialisten von Werten die Rede ist und an zentraler Stelle in systematischer Hinsicht ist dies erst bei Sartre bezeichnenderweise der Fall. Wenn also von Werten die Rede ist, dann geht es immer um moralische. Und zwar, und das ist sehr wichtig, nahezu ausschließlich in kritischer Absicht. Die Kritik der christlichen und humanistischen Werte. Das hat seinen klaren, logisch nachvollziehbaren Grund. Wie gesagt, die schon bei Schopenhauer anzutreffende Lösung des philosophischen Problems, wie die individuelle Existenz, der Versuch einer Lösung des Problems, wie die individuelle Existenz denn in die Allgemeine einzuordnen wäre, lautet schlicht und einfach ohne Vermittlung. Beim Warentausch hingegen, und das haben wir ja auch ausgiebig hier verhandelt, sorgt das Geld, genauer der Wert dafür, dass sich die einzelnen Waren mit den anderen vermitteln, dafür, dass die Profitraten sich ausgleichen und so weiter. Der Wert ist Vermittlung, wenn auch verkehrte, aber auch das gehört nicht hier an diesen Ort. Er leistet in der bürgerlichen Gesellschaft das, was vor dem Gottesgeschäft war. Er stiftet die Einheit des Ganzen. Eine derartige Vermittlung hält der Existenzialist dagegen für vollkommen unnötig. Er kennt nur sich selbst auf der einen und die ihn mal mehr oder weniger bedrängte Umwelt auf der anderen Seite. Ständig ist beides, der Wille, die Macht allgemein und deren Ausdruck, das Ereignis, das Seiende etc. im Besonderen präsent. Bei Schopenhauer ist es zum Beispiel der individuelle Wille, der die Welt als meinen Willen und meine Vorstellung konstituiert. Dieser individuelle Wille ist zugleich auch der allgemeine Weltwille, der wie der naturwissenschaftliche Energiebegriff alle Lebensbezeugungen kosmologisch durchzieht. Vermittelt muss werden, muss hier rein gar nichts. Das ist das ganze Geheimnis, das in Wirklichkeit natürlich gar keines ist, der Heideggerschen
ontologischen Differenz, also der berühmten Differenz von Seiendem und Sein. Und das ist alles, was man begriffen haben muss, um in die Gemeinschaft, in das Geheimnis des Seins eingeweiht, aufgenommen zu werden. Die Instanz, die in vorbildlichen Gesellschaften für die geistige Vermittlung der Individuen zu einer Gesellschaft verantwortlich war, und die Rolle dieser Instanz spielte die Moral, die Ethik, die Tugendlehre damals tatsächlich. Diese Instanzen führen in der bürgerlichen Gesellschaft ja ein eigenartiges Schattendasein. Und weil das so ist, deshalb können ein Nietzsche und ein Heidegger überhaupt nur so viel Anklang finden, eine derartige Faszination auf die Bürger ausüben. Dass die Ethik irgendetwas für den Zusammenhang dieser Gesellschaft tatsächlich leistet, ist ja auch eine pure Einbildung interessierter Kreise, die davon leben, dass sie für ihre theoretischen Theorieproduktionen bezahlt werden. Die Rolle, die die Ethik in dieser Gesellschaft spielt, ist wirklich keine andere als die, dass sie im Nachhinein rechtfertigt, was die Märkte an Faktischem vorgegeben haben. Weder die Ethik noch der Staat oder das Gesetz synthetisiert die einzelnen Individuen das Ganze, sondern diese Gebilde sind Ausdruck einer ganz anderen, für sich selbst vollkommen unsichtbaren, das heißt abstrakt bleibenden Vermittlung. Diese Wahrheit ist die gesellschaftlich tatsächlich gegebene Grundlage, von der aus die Existentialisten argumentieren. Für alle Probleme, mit denen wir uns hier herumschlagen, hat etwa Nietzsche eine einzige Antwort parat. Man muss aufhören zu glauben, dass Befolgen der vom Christentum vorgegebenen Werte, insbesondere das Mitleid mit den Mitmenschen, dessen Verfallsformen dann für Nietzsche und Heidegger und Foucault der Humanismus darstellen, könnten irgendetwas zu irgendeiner Problemlösung beitragen. Im Gegenteil, sie sind die Ursache des Übels. Auch hier ist diesen Existenzialisten eine Berechtigung, dieser Art von Wertkritik kaum abzusprechen. Höchst problematisch, aber wird spätestens der logisch in dieser Behandlung des sogenannten Vermittlungsproblems angelegte nächste Schritt. Wenn die herrschenden Morallehren überhaupt irgendetwas vermitteln, dann einen Willen. Und wie gesagt, darin, was er will, ist der Mensch absolut frei. Er bestimmt die Gesetze seines Handelns und damit gibt er sich seine Moral auch selbst, qua eigener Souveränität. Spätestens seit Nietzsche gilt, zum Übermenschen berufen sind die, die das Schicksal ihrer Freiheit ertragen können und deshalb auf eine von anderen ihnen aufgezwungene Gesetzlichkeit verzichten können und die stark genug sind, den anderen Menschen ihren Willen als eine Moral aufzuzwingen, die sie dann für sich als eine allgemeine verinnerlichen. Der Schritt zu Heidegger liegt unmittelbar nahe. Er lässt die nietzscheanische Vermittlung, den Übermenschen also, auch noch weg. Und so gibt es nur noch Seiendes und Sein. Individuum und Volk, Volk und Führer, Einheit und Differenz sind vermittlungslos gesetzt. Was den Nazis dann allerdings doch suspekt werden musste, war, dass auch Heidegger nicht verbergen konnte, dass das Subjekt in irgendeiner Form noch Individuum, ein Besonderes also blieb. Und vor allem einen Philosophen, der zwischen Freund und Feind frei aus sich, ohne jede Vermittlung entscheiden wollte, konnten sie natürlich gar nicht gebrauchen. Da reichte ihnen ein Karl Schmitt, der den Existenzialismus politisierte, indem er ihn in eine auch dann vom Grundgesetz übernommene verfassungsrechtliche Form überführte. Entscheidungen waren dem dafür vorgesehenen Souverän zu überlassen, dem Führer bzw. dem Volk also, nicht einem professoralen Philosophen. Der Bürger, dem sein Warenverkauf in der Krise urplötzlich zu einem lebenswichtigen Problem wird, was es für seinen Gegenspieler, den Arbeiter, immer schon ist, stößt auf die Absolutheit seiner Freiheit, nämlich die, entweder einen Käufer für sein Angebot zu finden oder verhungern zu müssen, und flüchtet vor Angst in die Arme der Bewegung. Soweit zur Entwicklung Heideggers, die nur konsequent den bei Schopenhauer und Fichte genommenen Anfang der rechtsbürgerlichen Philosophie zu Ende geht. Kommen wir zu Sartre. Und hier liegt der Fall um einiges verwickelter. Auch an zentraler Stelle, bekanntlich, aber sehr viel konsistenter, ausführlicher und ernster als Heidegger, behandelt Sartre das Problem der Freiheit. Vor allem löst er diese individuelle Freiheit nicht in einer allgemeinen Bestimmung, wie dem Sein, wieder auf. Sie ist ihm unauflösbar jederzeit und jedem Individuum gesondert für sich gegeben. Indem er den Heideggerschen
Begriff von Dasein mit menschlicher Realität übersetzt, meint er durchaus das Gleiche wie Heidegger, hat aber doch einen Halt im Begriff vom Menschen, der ihn hindert, derartig vermittlungslos vom Einzelnen ins Ganze zu springen. Sartre definiert die existenzielle Situation als das Gegenüber von Mensch zu Mensch. Zwar kann das eine Individuum das andere nie erreichen, obwohl es genau das ständig will, kann es nie mit dem anderen verschmelzen. Das andere Individuum wird immer von ihm als Instrument für sich verdinglicht. Soweit bleibt Sartre in der Schiene des Existenzialismus. Wer seine Philosophie mit diesem Subjekt beginnt, der kommt aus diesem Gefängnis seiner eigenen Ich-Identität ja auch wirklich nicht mehr heraus. Doch in der Analyse dieser existenziellen Situation durch Sartre verliert das Allgemeine immer mehr den Charakter des Heideggerschen Seins und nimmt eine Form an, die so etwas wie die Vermittlung zwischen den Menschen dann doch wieder leistet. Diese Vermittlung ist kein fester Punkt, kein Ding, kein für sich selbst Seiendes und darin noch dem Sein von Heidegger wieder eng verwandt, sondern ein zwischen den Menschen Mögliches. Und diese Bestimmung geht über Heideggers Verständnis vom Sein eindeutig hinaus. Der Name dieser Vermittlung durch das Mögliche lautet bei Sartre Wert. Sartre sieht und analysiert als vordringliches Problem, dass jeder Mensch die gesamte Welt für sich in sich hat. Diese Menschen befinden sich nicht, soweit geht er nicht, allein auf Märkten. Aber auch Wert ist ihm als ökonomische Kategorie kaum geläufig, sondern bleibt ihm weiterhin zuallererst eine moralische. Es handelt sich für ihn bei den Menschen also keineswegs um die von Marx analysierten Warenbesitzer. Der Warenwert wäre für Sartre nichts anderes als ein Sonderfall der allgemeineren Werte zu betrachten, wie er sie fasst. Für ihn ist ein Wert die Objektivation im Verhältnis zwischen Menschen, in der festgelegt ist, was als schön, was als gut und nützlich, was als wertvoll für die Individuen je für sich angesehen wird. Das alles aber wird, wie ja auch bekannt, bei Marx der Seite des Gebrauchswerts zugeschlagen und das ist, ich behaupte das einfach, ohne es hier weiter zu entwickeln, theoretisch auch ja auch sehr viel konsistenter. Abstrahiert man aber von diesem anderen Ausgangspunkt, dann sind die Gemeinsamkeiten zwischen Marxischem Gebrauchswert und Sartreschem Wertbegriff unübersehbar. Diese Werte sind vollkommen beliebig wählbar, um nicht zu sagen, der absoluten Freiheit der Warenbesitzer überlassen, sind ohne jeden Einfluss auf die Dynamik der gesellschaftlichen Reproduktion, sind bloße abstrakte Voraussetzungen dafür, dass überhaupt Werte produziert werden. Wichtig bleiben natürlich die Unterschiede zwischen Sartre und Marx. Bei den Menschen, wie Sartre sie fasst, handelt es sich zwar um Freie, aber eben nicht um gleiche Individuen und auch nicht um Konkurrenten. Als gleich können die Individuen schon deshalb nicht angesehen werden, weil Sartre die Perspektive, etwa die des Staates und des Rechtes, nicht kennt, aus der Menschen als in Gleiche und Ungleiche sortiert werden könnten. Jedes Individuum ist vom Prinzip her dem anderen ungleich und bleibt ihm immer fremd. Jeder Mensch sieht alle anderen als Menschen für sich an. Er wird deshalb ständig versuchen, den anderen für sich zu instrumentalisieren. Dass er das tut, ist gar nicht zu verhindern. Und wie er das macht, an welchen Normen er sich oder überhaupt welche er sich hält, ist ihm weiterhin überlassen. Soweit bleibt das alles beim Alten, also bei Heidegger. Doch indem sich das Ich immer einem anderen konfrontiert sieht, indem es nur darüber, dass es ein anderes wahrnimmt, sich selbst erfasst, beginnt es zu reflektieren. Und genau das, darin geht Sartre dann über Heidegger auch wieder hinaus. Bei Heidegger geht es immer nur um reine, vermittlungslose Ablösung vom Man, um Selbstverwirklichung, bestenfalls um ein Erkenne dich selbst, im Sein, also im Volk und im Führer, wo sonst. Die Freiheit ist zwar absolut gesetzt, aber nicht weiter der Rede wert, entschieden wird im Sein, nicht vom Seienden. Bei Sartre dagegen sorgt die Reflexion für die unabweisbare Erkenntnis, dass der andere in derselben Weise frei ist wie ich. Ich muss mich in meiner Freiheit zu dessen Freiheit verhalten. Natürlich instrumentalisiere ich den anderen, aber ich muss eine Reflexion dazwischen schalten, eine Reflexion, die sich dann in Werten konkretisiert. Es ist klar,
dass so der Begriff der Verantwortung ebenso wie der der Freiheit einen weit höheren Grad an Konkretion erfahren muss als bei den existenzialistischen Vorläufern Sartres. Einem Heidegger fällt es im Traum nicht ein, für irgendwas anderes als das, was ihm gerade in den Kram passt, die Verantwortung zu übernehmen. Ein derartig selektives Verantwortungsbewusstsein gehört seit Nietzsche zum guten Ton aller sich ihrer angeblichen Stärke, in Wirklichkeit natürlich ihrem Narzissmus überlassenen Menschen. Bei Sartre sorgt die Reflexionsfähigkeit, oder besser, die Unfähigkeit des Menschen, seine Taten nicht reflexiv vorbereiten zu können, dafür, dass ihm, wie seine Schriften bezeugen, anders als im deutschen Existenzialismus, Ausbeutung und Herrschaft, wie vorher nur noch im Anarchismus, überhaupt zum Problem werden können. Und, quasi im Nebeneffekt, das Eindringen von Staatlichkeit, von Massenbewegung in den von ihm konstituierten Existenzialismus sehr viel unwahrscheinlicher ist als in der heideggerschen Variante. Dank des reflektorischen Moments in der sartreschen Fassung des Existenzialismus kann man dessen ästhetische und moralische Urteile in vielen Punkten ja auch durchaus teilen. Mehr noch, die in der Linken oft zu findende akademische Distanziertheit zu den politischen und skandalösen Zuständen in dieser Welt könnten mit dem expliziten Verweis auf Sartre nur ein Leben gewinnen. Die Hass-, Leidenschafts- und Ekellosigkeit, mit der linke Politik heute besonders in akademischen Kreisen betrieben wird, entspringt den Entskandalisierungsstrategien, die sich in der Werbung, den Medien, den Universitäten immer tiefer in die Subjekte eingraben, von denen ich vorgestern gesprochen habe. Wer keinen Hass entwickelt, wenn man ihn zwingt, malochen zu gehen, sondern dankbar ist für den Arbeitsplatz und der seinen Hass dann auf den Konkurrenten ablädt, ist ein dafür ebenso verantwortlich zu machender Idiot oder Schlimmeres wie der Theoretiker, der diesen Zwang zum Naturzwang aufbläht, oder der Politiker, der ihm seine guten Seiten abbildet. Die Stärkung, das ist zugegebenermaßen eine sehr schwammige Formulierung, daher vielleicht besser, wenn auch nicht klarer, die Betonung der reflektorischen Distanz zu allen Prozessen des täglichen Lebens bleibt aber ebenso unverzichtbar wie diese Emotionalität. Stimulus-Response-Verhaltensweisen sind, und da schließe ich jeden Determinismus, praktischen oder theoretischen, mit ein, das Grab jeder emanzipativen Bewegung. Natürlich ist es die vom automatischen Subjekt am Leben gehaltene politische Ökonomie und sind es nicht die individuellen Bedürfnisse, die das Leben im Kapitalismus bestimmen. Diese Erkenntnis darf aber nicht dazu verführen, zu glauben, man könne uns, also die als Subjekte konstituierten Individuen, für das, was wir tun, nicht verantwortlich machen. Oder geschichtlich nicht verantwortlich. Selbstredend sind wir gezwungen, um zu überleben, unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Diesen Zwang kennt natürlich auch der Existenzialist. Aber für ihn beruht dieser Zwang allein auf der freien Entscheidung des Individuums, sich für sich diesen Zwang zu konstituieren. Er könnte die Welt ja auch ganz anders in Begriffe zerlegen, als in dieser Dichotomie von Freiheit und Zwang. Das könnte man in der Tat, würde aber, wenn man den Gegensatz in diesem Sinne existenzialistisch zur Freiheit hin auflöst, nur Unfug betreiben, weil man dann übersieht, dass eben die Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft eine Eigengesetzlichkeit angenommen hat, die über die Individuen hinweggeht und eine eigene, tatsächlich in jeder Hinsicht objektive, aber gänzlich verkehrte, nicht mehr zu verantwortende Welt konstituiert. Ebenso falsch aber ist es, von diesem Zwang auszugehen und darüber die in jedem Subjekt konstituierte Freiheit zu übersehen. Dieser Widerspruch in seinen beiden Seiten, von mir aus auch, mein wie auch immer begründeter Gegensatz zum Zwang im Namen der Freiheit, darf jedenfalls nicht eingeebnet, nicht glatt gebügelt werden. Gegen den Zwang, in welcher Form auch immer, und sei es in der Form einer allgemeingültigen Moral, muss ständig Einspruch erhoben werden. Dieses Einspruch erheben würde ich unter einer guten Moral verstehen. Man kann das auch kategorischer Imperativ nennen oder sonst wie. Über Moral kann man tatsächlich nicht viel Worte verlieren, wie gestern jemand gesagt hat. Die hat man oder hat man nicht. Aber diese nähere Bestimmung würde ich dennoch gerne vornehmen wollen, Moral hat man in einer völlig anderen Weise zu haben als das Geld. Herzlichen Dank.